Heute gibt es mal ein kleines Unboxing von mir. Ist nichts Großartiges, nichts Weltbewegendes. Ich bin ewig drum herum geschlichen und jetzt habe ich es mir endlich bestellt. Was genau, das zeige ich euch jetzt. Ich habe es mir bei Amazon bestellt und ja, das ist heute angekommen. Und ich zeige euch, was drin ist. Auf jeden Fall ist das was zum Basteln. Und die Verpackung ist Mörderscheiße. Und deswegen werde ich. Ah, okay. Ansonsten hätte ich jetzt mal Pause gedrückt oder ich schneide das Video. Will keiner sehen, wie man hier 5000 Jahre irgendwie eine Packung aufmacht. Ich jedenfalls nicht. Ah, tada. So. Ja, da habe ich die Rechnung, die brauchen wir nicht. Und das wäre das, was ich bestellt habe. Genau, das Punchboard von We Are Memory Keepers. Ich bin ewig, wie gesagt, ewig drumherum geschlichen und habe immer gedacht, nee, ach doch, und nee. Und ich mag ganz gern so eine kleine Mini-Umschläge und ja, irgendwie habe ich deswegen halt immer überlegt. Und jetzt hatte ich neulich überlegt, weil ich jetzt auch Flipbooks mache, habe ich halt überlegt, mir ein Falzbein zu kaufen. Das wäre dann einfach nur so ein Teil. Und habe gesehen, dass so ein Falzbein auch mal so locker 5 Euro oder aufwärts kostet. Und da dachte ich, nö, scheiß drauf, bestellst du dir komplett das Punchboard. Und das habe ich getan, weil damit, glaube ich, kann man ganz schöne Sachen machen. So sieht das Ganze aus. Der eine oder andere kennt das bestimmt. Ja, und da kann man dann halt, wie gesagt, so kleine Umschlägchen machen. Ich mache gern ein Tutorial dazu. Allerdings muss ich natürlich erstmal selber schauen und mich reinfuchsen. Also ich packe das jetzt nicht aus und fange sofort an. Also nicht mit der Kamera, weil ich muss mir das Ganze eben auch mal angucken. Kennt er selber, wie das halt so ist. Und ja, dann würde ich gern, wenn ich mich reingefuchst habe, ein Tutorial dazu machen, wenn ihr wollt. Oder ein DIY, wie man eben mit dem Punchboard einen Umschlag macht. Ich glaube, man kann auch so kleine Kästchen oder so basteln, aber mir geht es primär um den Umschlag oder um die Umschläge. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Und in diesem Sinne, das war es auch wirklich schon. Das war ein ganz kurzes Video. Was soll ich auch groß erzählen? Das war einfach nur ein Unboxing. Ich bin gespannt und ja, ich hoffe, ich komme damit zurecht und freue mich, wenn dem so ist, dass ich dann so kleine Umschlägchen machen kann. Ja. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss!